Am 1. April beginnt das Die Settlers 4 World Championship und deshalb werdet ihr hier jetzt wöchentlich Infos zur Weltmeisterschaft erhalten und heute beginnen wir mit den 16 Gruppenköpfen. Zunächst einmal vielen Dank für das große Interesse. Wir hatten 140 Anmeldungen und konnten davon 125 Spieler verifizieren. Somit haben wir die Sollstärke leider um 3 Spieler knapp verfehlt, was aber nicht weiter tragisch ist. Denn dadurch haben lediglich 3 Gruppen 1 Spieler weniger und somit 1 Spiel weniger in der Vorrunde. Alles andere bleibt beim Alten. Jetzt aber zu den Gruppenköpfen. Vielleicht zum Anfang, was ist das eigentlich? Mit den Gruppenköpfen wollen wir etwaige Todesgruppen entschärfen. Diese wird es natürlich trotzdem geben. Das Losglück kann man natürlich nicht beeinflussen. Aber so geht ihr immerhin schon mal, egal ob ihr Gruppenkopf seid oder nicht, 15 dieser Spieler aus dem Weg. Es profitiert also in der Regel jeder davon. Natürlich gibt es mehr wie 16 starke Die Siedler 4 Spieler. Und natürlich haben wir wahrscheinlich nicht die 16 Stärksten gefunden. Das kann auch gar nicht funktionieren, da wir nicht jeden Spieler kennen und nicht jeden Spieler bewerten können. Wir haben es aber versucht. Es sind bei uns auch Dinge wie das Abschneiden im Die Settlers Tournament 2020 mit eingeflossen oder wie aktiv ihr in der Siedler-Community seid. Als Beispiel: Wie kann jemand Gruppenkopf sein, der es nach 4 Wochen immer noch nicht geschafft hat, auf den Player-Discord zu kommen? Also da, wo ihr später eure Termine für eure Spiele ausmachen sollt. Nimmt der das dann überhaupt ernst? Wir hatten natürlich auch ein paar Wackelkandidaten, die lange auf der Liste standen, dann runtergeflogen sind, dann wieder draufgerutscht sind. Nennen möchte ich hier zum Beispiel Superburschen. Simon kennen wir alle. Simon ist ein super Siedler 4 Spieler. Aber Simon ist aktuell komplett inaktiv, weil er sich um sein Studium kümmern muss. Er wird erst kurz vor Turnierbeginn wiederkommen. Da er nicht trainieren kann, kann er kein Gruppenkopf sein. Dementsprechend ist er im Ranking ein bisschen abgerutscht. Auch lange auf unserer Liste stand ein Evergrey, ein Philomat oder ein PvPJ. Seht das gerne als Motivation, dass wir falsch liegen. Und nochmal, ihr profitiert alle davon, denn ihr geht mindestens 15 starken Spielern, vermeintlich starken Spielern, aus dem Weg. Und zu diesen 16 Gruppenköpfen kommen wir jetzt. Andorra. Natürlich jagen alle den Weltmeister. Und weil er das Ding schon mal gewonnen hat, qualifiziert er sich natürlich als Gruppenkopf. TCG, Slayer, S4 oder kurz Supertramp. Er hat letztes Jahr mit Rob zusammen das Die Settlers Tournament 2020 gewonnen und das übrigens souverän. Rob war der Teamkollege von Supertramp und die beiden sind auch deshalb so durchmarschiert, weil auch Rob richtig, richtig gut ist. Und natürlich wollen wir das Duell sehen, Supertramp gegen Rob. Aber noch nicht in der Vorrunde. Silverdust. Silverdust war auch letztes Jahr im Finale und wurde nur von seinem Teamkollegen ausgebremst. Von ihm erwarten wir dieses Jahr ganz viel. Sky Sporthuhn. Unser David ist ein Kämpfer. Wenn der David so eine Challenge hat, dann trainiert er bis zum Umfallen und wird deshalb weit kommen, bin ich mir sicher. Inter 889 oder Inter 889 oder whatever, wie auch immer man ausspricht, darum geht es jetzt aber auch gar nicht. Inter gilt als der stärkste Siedler 4 Spieler aus der Schweiz. Kann jeden Spielmode spielen, kann alles und dementsprechend ganz klar Gruppenkopf. Label kenne ich persönlich gar nicht, ja, aber habe mir sagen lassen, dass er mit extrem guten Performances in der Szene auf sich aufmerksam gemacht hat und ein Top-Spieler ist. Katie System 1337 oder wie auch immer man seine Zahl ausspricht. Kevin kennt jeder. Kevin ist der Dr. Professor von Siedler 4 und Kevin ist auch gerade aktuell wieder in der Materie komplett drin, denn er hockt an der Enhanced Edition
und ist somit ganz klar ein Gruppenkopf und ganz klar jemand, der an einem guten Tag jeden schlagen kann. Litras. Jeder kennt die litraische Aufbautaktik von 2020 auf der Turniermap. Litras war der Erste, der diese Map komplett entschlüsselt hatte und gezeigt hat, Leute, so spielt ihr die für die maximale Performance. Und damit auch ganz klar Gruppenkopf. Schamutzlik. Litras ist vor allem deswegen beim letztjährigen Turnier so weit gekommen, weil er einen so starken Teammate hatte. Schamutzlik, welcome to the show. Andy Inked, und hier auch sorry, wenn ich das falsch aussprechen sollte. Andy Inked gilt als der beste Siedler 4-Spieler von Großbritannien. Wahrscheinlich gibt es da auch nur einen. Ich kenne zumindest keinen anderen. Darum soll es aber nicht gehen. Das ist schon mal ein guter Titel und damit auch Gruppenkopf. Welcome. SF Antimaterie. Er gilt im Verband der Siedlerfreunde als der stärkste Spieler und macht, Zitat, alles nass. Dido. Dido ist von Anfang an dabei. Dido gehört zur alten Garde und spielt seit 20 Jahren durchgehend Siedler 4, wie zum Beispiel Andorra. Und ich habe mir sagen lassen, auch er ist die Granate. Bei den Plätzen 14 bis 16 mache ich es jetzt ein bisschen kürzer, denn die drei kenne ich tatsächlich gar nicht. Sorry, Jungs, ja. Aber ich habe gehört, ihr seid Weltklasse. Da hätten wir einmal Squall S4, Bibo S4 und LA The Legend. Die 16 Gruppenköpfe landen also in Lostopf 1. Alle anderen Spieler landen in Lostopf 2. Wir werden also zuerst auslosen, welche Gruppenköpfe welche Gruppen anführen werden und werden dann danach mit dem Rest auffüllen. Und apropos auffüllen. Die Auslosung findet live bei mir hier auf Twitch statt. Andorra und Sandy werden extra zu mir kommen und das mit mir gemeinsam machen. Leute, ich freue mich sehr. Einschalten! Das nächste World Cup Video erscheint am 14.03. um 14 Uhr, also nächsten Sonntag. Da werde ich dann im Detail auf die Turniermap eingehen, euch alles zeigen, in der Hoffnung, dass ihr danach extrem gehypt seid. Und Leute, das wird ein richtig geiles Turnier, eine richtig geile Weltmeisterschaft mit ganz vielen spannenden Spielen. Dranbleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein.